Ich schwöre, Bruder. Aber die Frage ist, zu was schwöre ich eigentlich? Ist es echt die Gerechtigkeit? Wir sind hier Sammler auf einem Film-Sammler-Kanal. Erleben wir eigentlich irgendeine Form von Gerechtigkeit? Hersteller machen Fehler, wurscht, wir verkaufen es trotzdem. Labels produzieren falsch, wurscht, wir verkaufen es trotzdem. Aber Focus Media ist auf jeden Fall eines der Labels, wie ich sie im Kontakt auf Facebook erlebe, die sehr genau schauen, dass sie die Qualität von ihren Produkten stetig verbessern und eben immer coolere Sachen machen. Eine dieser Ideen war es, neue Artworks von Ralf Krause anfertigen zu lassen. Und da bin ich immer der Meinung, Ralf Krause ist immer gut. Und so bekommen wir hier auch ein Artwork mit offensichtlich sind die Rothrock im Doppelpack, ich weiß es nicht, und einigen anderen Elementen scheinbar aus dem Film. Hier finde ich vor allem den Boot to the Face Teil ziemlich cool. Es ist ein typisches Ralf Krause Artwork, eine typische Collage aus Elementen des Films, die finde ich relativ gut zusammengestellt wurde. Außerdem finde ich cool, dass Focus Media jetzt dazu übergegangen ist, partiellen Glanzlack zu verwenden beim Filmtitel, beziehungsweise auch hier oben bei dem Namen von Cynthia Rothrock. Das ist durchaus eine Verbesserung und sieht hier auf dem grundsätzlich matten Mediabook, auch vor allem dank des guten Drucks, ziemlich cool aus. Auf dem Spine haben wir ebenfalls Glanzlack eingesetzt. Was mich hier allerdings doch tatsächlich extrem stört, ist die Tatsache, dass man sich hier scheinbar sowohl auf dem Frontcover als auch auf dem Backcover drastisch vermessen hat und sowohl hier vorne vom Frontcover als auch hier vom Backcover einige Elemente oder Reste von Elementen noch auf dem Spine zu sehen sind. Das finde ich tatsächlich echt abgrundtief hässlich. Und da würde ich mich freuen, wenn Focus Media in Zukunft nachbessert, beziehungsweise auch einfach nachmisst. Auf dem Backcover irgendwie die gewohnte Gestaltung, relativ einfach angeordnet, einige Bilder aus dem Film und tatsächlich ein wahnsinnig geiler Cast. Nicht nur sind die Rothrock, sondern auch Chucky, Brad Dourif, Walter König aus Star Trek und Mako sind in dem Film. Jeder, der den Nostalgia Critic kennt, versteht die Reference. Außerdem Rotrock sieht rot, finde ich extrem lustig. Was ich weniger lustig finde, ist, dass man nicht weiß, wie Apostrophen ausschauen. Aber ist eine nette Sache. Wieder mal limitiert auf 295 Stück und individuell durchgestempelt. Drinnen dann wartet auf der linken Seite die Blu-ray. Auf der rechten Seite dann die DVD. Coole Sache, dass wir auf beiden Discs anderes Artwork bekommen. Schade dafür irgendwie, dass wir auf beiden Seiten unterhalb der Discs dann das gleiche bekommen, halt nur spiegelverkehrt. Das ist doch ein klein wenig sehr billig. Außerdem bekommen wir dann im Mittelteil ein Booklet. Übrigens, sehr interessant, wie einfach ich da jetzt gerade reingefallen bin. Nämlich gemeint habe, es ist ein anderes Artwork. Es ist mitnichten ein anderes Artwork, aber es ist halt dasselbe Artwork mit einer anderen Farbe unterlegt. Interessanterweise, wenn wir es vergleichen, wirkt die Farbe in Cynthia Rothrocks Gesicht hier auf der DVD. Übrigens, sehr interessantes DVD-Logo, wesentlich kräftiger und deutlicher als hier auf der Blu-ray. Sehr cool finde ich dafür aber, dass Ralf Krause nicht nur fürs Frontcover, sondern auch noch hier fürs Cover vom Booklet ein neues Artwork angefertigt hat, wobei ich die Tatsache, wie Cynthia Rothrock hier durch das Yin-Yang-Logo kickt, schon fast ein bisschen witzig finde, aber ist eine nette Sache. Im Booklet bekommen wir dafür das typisch ziemlich einfache, billige Design, das wir auch von einigen anderen Mediabooks des Labels kennen. Dafür finde ich hier absolut andere Artworks ziemlich cool, die da noch mit eingeflossen sind. Es wirkt von den ganzen Galerien her recht cool. Mike Blankenburg hat den Booklet-Text geschrieben. Außerdem noch ein paar andere Bilder mit Autogrammen von Cynthia Rothrock und ein Foto von der Filmbörse Oberhausen, wo sie eben das Ralf Krause Artwork von Sworn to Justice in der Hand hält. Ebenfalls eine sehr, sehr nette Sache. Sehr, sehr nett gemacht. Ich finde auch tatsächlich deutliche Verbesserungen im Vergleich zu einigen der früheren Focus Media Mediabooks. Aber ich finde eben gerade beim Design von Backcover und Booklet kann man noch ein bisschen nachbessern. Und ganz besonders auf den Spine sollte man noch aufpassen.